Wie entfernt man eine Spannzange von der Überwurfmutter, wenn beides miteinander verbunden ist? Von Hand ist es eine sehr schwierige Arbeit. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Mit Hilfe einer Schraube mit flachem Kopf, hier eine Senkkopfschraube, deren Kopf genau in die Öffnung der Überwurfmutter passt, ist das Ganze sehr einfach. Nochmal. Zu beachten ist nur, dass der Schraubenkopf in die Überwurfmutter passt und der Außendurchmesser des Kopfes etwas größer wie der Kopf der Spannzange ist.